Willkommen zurück, lieber Zuschauer. Ein roter Knopf. Einfach erstmal drücken. Ernsthaft? Ach komm schon, was? Das war unerwartet. Er hat einfach ein Riechsalz drin versteckt. Im Knopf. Weil, ja, klar. Als ich noch Schüler war, habe ich mich immer gefragt, was bei uns im Biologieraum der rote Knopf wohl macht. Der war am Lehrerpult angebracht. Ja. Und irgendwann mal sind wir zu dritt oder so hin, nach der Stunde, und haben nachgefragt, was denn dieser Knopf macht. Und der Lehrer, der auch unser Klassenlehrer war, hat er gemeint gehabt, ja, könnt ihr mal drücken. Und wir alle so, ich weiß nicht so recht. Sind Sie sich sicher? Roten Knopf drücken, das kann nicht gut sein. Ja, na los, mach doch. Und da hatte ich natürlich eine geniale Idee und habe gedacht, hey, ich kann einfach so tun, als wenn ich einen Knopf drücke. Ne, alle gleichzeitig, weil das war ein Riesending. Und dann im letzten Augenblick ziehe ich aber meine Hand zurück und irgendwer anders drückt dann den Knopf und ich bin nicht dran schuld. Ja, das war ein kluger Plan, aber die hatten wir alle. Wir haben da also zu dritt mit dem Zeigefinger in Richtung Knopf und dann im letzten Augenblick zurückgezogen. Myomere. Ist das hier was? Ein Myomer. Ja, ich erzähl mal fix zu Ende. Ja, unser Lehrer hat sich natürlich übelst gefreut. Und dann hat er gesagt, naja, ne, also wer sich nicht traut, dann habt halt Pech. Und hat dann nur gezeigt gehabt, dass der... Okay, ihr ignoriert nicht, dass der Knopf selbst gar kein Knopf war, sondern nur eine rote Hülle, die hätte man abziehen müssen. Die war bestimmt, keine Ahnung, so 3 cm im Durchmesser oder so und 5 cm lang. Und man muss die Hülle erst abziehen und darunter ist ein Knopf. Ja, ich weiß bis heute nicht, was er tut. Ich vermute mal den Strom im Raum abstellen. So als Sicherheitssystem. So viel zum Thema rote Knöpfe, ne? Freut mich immer noch ein bisschen über die Geschichte. Aber immerhin gab es damals kein Riechsalz, was da versteckt war, im Knopf. Nein, mein eines Gold! Ja, die Tollwut hier, ne, das ist echt wuff. Übrigens schön, dass er nicht getroffen hat mit seiner fetten Attacke. Das fühlt sich immer besonders gut an. Für mich als Gamer. Der hält aber auch aus. Nein, meine Core-Energie, warum? Wünschte, ich könnte das. Das wäre cool. Na komm, alle beide, das wäre cool. Na, immerhin einer. Schön, schön. Danke, danke. Ey, ich bin blöd, das habe ich schon gemacht. Jetzt mache ich die Tür wieder zu, oder? Mhm. Clever, clever, Stefan. Ein kluger Schachzug. Okay, machen wir jetzt wieder auf. So, hallo, ich bin Stefan die Waldfee. Ich mache seit vielen Jahren Let's Play. Und bin ein übelster Profi-Gamer. Schaut mich an. Ich schau mal, ob es hier noch was im Abkrabbeln gibt. Ich sollte einfach alle um Chor messern, ne? Ja, mein Plan ist auch so ähnlich. Immer Schrapnell. Das trifft wenigstens alle.
bisschen größerer Streuung. Nein, lass das bitte. Ich hau erstmal einen um. Ja, uns trifft es natürlich immer wieder. Aber ich würde, wenn ich die mit einer Granate bewerfe, bleibt der hier unberührt. Wenn wir treffen würden. Würdest du mehr Geld klauen, oder wie? Ich kann es mal ausprobieren. Granate. Es war so klar, dass ich jetzt Unrecht haben muss. Wenn ich schon so ansage, ne? Kommt davon. Puff. Der hier noch. Oh, das war eins zu früh. Scheiße. War noch nicht ganz aufgeladen. Na also. Boah, dann müsste ich auch gleich mal ein bisschen heilen, ne? Muss ja nicht viel sein, aber so ein bisschen. Ach ja. Und, hat sich's gelohnt? Nein, natürlich nicht. Sehr schön. Aber konnte man ja nicht wissen. So, und hier? Ach ja, wir kriegen hier den Schlüssel, ne? Denn da unten kommen wir ja nicht rein. Den ignoriere ich mal. Komme ich hier vorbei? Na, oh, schade. Es war so knapp. Ach, so blöd, dass Warner hier keine zwei trifft. Hier stehen immer alle nebeneinander. Da haben wir ihn schon mal dabei und dann sowas. Flump. Der geht immer schön schnell. Da können wir den Vampirangriff nehmen, ne? Du brauchst eine ganze Ecke. Wie viel waren das jetzt? 15? Aber vom Schaden her lohnt sich echt nicht. Ich meine, es ist echt schön, dass er sich da heilt. Auch um relativ viel. Also um ein Drittel heilen ist gar nicht mal so übel. Aber es lohnt sich halt nicht. Stufe 1, Chorangriff. Nee, finde ich nicht so gut. Wenn Warner das hätte, wäre das viel besser. Der ist eben ein bisschen schwerer zu heilen. Am schwersten von allen. Da würde sich das echt lohnen. Aber so, mal. Ja, nicht so. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Woher auch immer es kommt. Also als so ein richtiges, nicht so im übertragenen Sinne. Ist immer unangenehm. Ich denke mal, da gibt es was zu holen. Und da eventuell auch. Ja, aber so Déjà-vu, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir das auch unangenehm ist. Ich habe Glück, ich kann das immer sofort beenden. Ich habe schon mal vor Jahren überlegt gehabt, dass ich ja nur etwas tun muss, was ich sonst nie tue, um ein Déjà-vu zu beenden. Ich gucke dann meistens in irgendeiner Raumecke. Also direkt in die Ecke, ne, eines Raums. Nicht nur so grob. Das ist was ich sonst nie tue, weil warum auch? Dann ist es sofort weg, das Déjà-vu-Gefühl. Ja, was macht ihr hier drin? Was ist, was gibt's hier? Ich habe eine lange Reise hinter mir. Und das hier ist das Ende der Reise, also. Ach, bestimmt noch mal eine Atemmaske. Das soll zumindest Sinn machen. Oh, die halten nicht so viel aus. Ah, nee, echt nicht. Mal 1080 Gold. Eine Atemmaske. Nö,
ein Core-Artefakt. Ach, leck mich doch. Mann. Ich lieg immer daneben. Komm schon, Maya. Geh da rein, Alte. Die Teile erinnern mich ein bisschen an XCOM Terror from the Deep. An die Torpedos, die man gesehen hat, wenn man seine eigene Basis mal ja angucken durfte. Wenn die Aliens die Basis angegriffen hatten, dann lagen die in der U-Boot-Box herum. Und, hat sich's gelohnt? Das ist eine Bio-Atemmaske. Shit, ich hätte es nochmal sagen müssen. Ach Mann, habe ich mir direkt ein bisschen an den Kopf gegriffen. Schade, es wäre dein Moment gewesen, Stefan. Du hast versaut. Ach ja, hier sind noch mehr Knöpfe. Tja, oh, ich muss mich kratzen. Kann gerade nicht. Also es geht auch mit Doppelklick, aber das mache ich nicht so gerne. Das ist laut oder lauter und ein bisschen unzuverlässiger, als viele Doppelklicken. Deswegen halte ich die ganze Zeit immer Shift gedrückt, wenn ich rumrenne mit dem kleinen Finger. Weil der kleine Finger ist für Shift. Ich müsste eigentlich mal schauen, wie gut Kyra eigentlich Warner heilen kann. Mache ich auch mal. Die geile Kyra. So. Die liebliche Kyra anrufen. Verzeihung, das ist hier, ne? Geil ist ja der neue Begriff. Lieblich ist mehr so oldschool. Und? Naja, ach naja. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Hätte aber sein können, dass es eine gute Alternative ist. Wegrennen. Lauft, Leute, lauft weg. Lauft weg. Komm schon. Fluchtartige Flucht. Falsche Richtung. Aber hier kann ich auch bestimmt wieder. Ach nee. Hier waren wir schon überall. Ja. Alter, die hat zu tun mit den Türen. Hier wollte ich natürlich nicht hin. Natürlich da hier wieder weg. Ach Mensch, hat sich gerade umgedreht. Ich habe keine Lust nochmal gegen die alle zu kämpfen. Wie er hier mit seinen angewinkelten Beinen. Sah lustig aus. Hier kommen wir wieder nach draußen oder da oben? Ah, okay. Gut. Das heißt, das Ding haben wir durch. Putz, dass die Karte sagt, dass hier nochmal ein Stück ist, wo wir hingehen dürften, theoretisch. Aber praktisch ist es durch das Rohr blockiert. Die arme Maya kommt hier nicht klar. So, wir haben jetzt 3 Bio-Atemmasken. Schön, dass wir auf dem Schiff immer wieder heilen. Ich möchte zuerst das Team wechseln. Ich hätte gerne Kogeln, weil wir ihn nicht so oft nutzen. Und Awaim, den mag ich echt gerne, so als Kämpfer. Ich müsste direkt mal gucken. Ja, sieht mir jetzt nicht ganz, wie stark er ist, ne? Ich müsste ihn erst ausrüsten. Apropos ausrüsten. Ich bin immer zu doof. Medmotor, bitteschön. Und dann kann ich mir noch ein paar Euro sparen auf die Art und Weise. Du hast hier noch den Mini-Blitz. Ach, na ja. Ja, schon okay. Ach ja, Standardschuhe. Hast du bekommen, mein Freund. Das tut mir aber leid. Du hast das Langschwert. Eine Weste. Power Plus ist auch sehr schön. Ja, ich gehe mal fix auf Terra 4. Diesmal machen wir es richtig. Und gehen gleich hierher. Da rüste ich die fix aus. Ausrüsten macht mir Spaß. Und genug Geld haben wir auch. Und ich kann gleich mal schauen, ob ich für Arwheim nicht den Betäuber gleich mit kaufe. Ach ja, hier gibt es auch Ärsche und Titten. Das ist auch mal schön. Aber
Ja, vor allem findet man hier auch alles, was man so braucht. Ja, das wäre Ultraweste. Leder- und Kettenrüstung. Gar nicht schlecht, ne? Oh, das Ding ist noch ein bisschen besser. Was gibt's hier noch? Gar nichts, okay. Ja, ist das im Moment schon das Beste, was wir so haben? Der Leichtpanzer? Ich meine, Maya trägt den auch, aber... Ja, es ist das Gegenstück zur Riesenbär, ne? Ich glaube, das sind die beiden höchsten hier. Die Ultraweste sieht irgendwie gar nicht mal so gut aus. Ja, ich nehme hier ein paar Leichtpanzer mit. Und außerdem ein paar Schuhe. Ich nehme mal dich. Ja, komm hier. Immer auf Geschwindigkeit, weil Armor ist meistens eher, naja, relativ egal, das bisschen. Dann nehme ich lieber eins mehr Schnelligkeit. Ja, mehr ist nicht, ne? Nö, nö. So, damit haben wir die Panzerung durch. Ich nehme noch mal ein ganz kleines bisschen Brot mit. Guten Tag. Was kann ich bei Ihnen denn kaufen? Heilpflanzen und Medizin. Wir kaufen jedes Mal nur Brot bei dir. Kann ich eigentlich 99 kaufen? Nee, ich kann maximal 99 besitzen. Elixier, Trank. Ach ja, Wurzeln soll ich auch noch ein paar mitnehmen, ne? Das reicht. Und Chor, ach ja, das haben wir genug. So, bei dir gab's was? Hi, lassen Sie sich ruhig Zeit. Danke, mache ich. Ach ja, die anderen Kram. Davon haben wir genug. Das brauchen wir gar nicht mal so schnell, aber wir haben immerhin schon 95, ne? Krass, krass. Ich nehme eins mit, damit wir eins haben. Mit dem Inventar ist. Klingen haben wir schon. Ja, die habe ich dir nicht gegeben, nicht wahr? Kreiseck ist nur für dich. Das haben wir auch schon, das haben wir auch alles hier schon. Aber okay. Ja, jetzt müssen wir noch mal zum... Du weißt schon, zu den Schiffen. Zum Schiffsabteil der Stadt. Zum Hangar. Zum... Wie heißt es denn richtig? Dort bekommen wir ein Schwert. Eventuell noch was anderes. Schiffstransporte. Mhm. So heißt das Gebiet hier also. Geh mal weg, Junge. Ich habe keine Zeit für dich. Das war, glaube ich, der das Füllhorn geschenkt hat an Led, ne? Lustige Viecher hier. So. Na, mein Freund, lange nicht gesehen. Kann ich Sie für irgendwas interessieren? Natürlich, und zwar, ja, das haben wir schon. Klingen haben wir schon, Betäuber hätte ich gerne. Und Gift, weil, ist so. Ja. Ja, ja. Und hier irgendwo gibt's noch ein Schwert zu verkaufen, ne? Bei dir. Was darf's denn sein? Ein Schwert, bitte. Ja, wie gesagt, ach ja, Lobo könnte auch hier Granate. Und Wanner und Lobo könnten noch Napalmen, aber will ich eigentlich nicht. Doof, hier gibt's keine Schwerter. Ich bin mir sicher, dass es die hier gibt. Ansonsten fliegen wir fix nach Terra 3, da gibt's die auf jeden Fall. Da kommt ja Kogeln her und seine Crew. Na gut, wenn ich zu blöd bin, kein Problem. Gibt's eine einfache Lösung. Fliegen wir halt woanders hin. Mache ich auch im Real Life so, wenn ich mich irgendwie in einem Restaurant nicht entscheiden kann, stehe ich einfach auf und fliege auf einen anderen Kontinent. damit geht's raus. Hm? Okay. Ich weiß nicht ganz genau, wer gerade am Steuer ist. Aber sie kommen auch gerade nicht klar. Freue ich mich immer jedes Mal wieder darüber. Hey, Freunde, ich brauche ein Schwert. Wenn es nicht schon das Beste ist, was natürlich sein kann, aber dann ist halt Pech. Na? Kann ich Sie für irgendwas interessieren? Gib mal her.
Ja, sieh mal. Breitschwert, Klinge. Boah, das Locker ja auch wenig. Ach ja, ganz genau, die Klinge ist ja das Spezialding für Corgan und die Hexenklinge oder was auch immer war das Spezialding für Selina. Lohnt sich aber eigentlich nicht, weil, naja, 10 mehr Strike und dafür 20 mehr Power, 10 weniger Strike und 20 mehr Power. Na gut, nehme ich halt nochmal ein Breitschwert für den Kollegen hier. Und sonst gibt's ja nichts, ne? Nö, das sind, ich finde, das lohnt sich einfach nicht so richtig. Der Rest. Schwerschuhe, Windschuhe. Na gut, wir schauen mal, ob wir das alles zusammen haben. Du bist eh schon total toll ausgerüstet, meine Liebe. Aber ich, uns fehlen noch zwei Waffen, ne? Dann kriegst du jetzt mal das Breitschwert, bitteschön. Du kriegst außerdem nicht die Flak, sondern die Leicht. Leichtpanzer. Auch für dich einmal Leichtpanzer. Sieht gleich ein bisschen anders aus. Dann hätte ich gerne für dich den Betäuber. Ey, komm her. Und das Gift. Ja, einmal hier oben Betäuber, einmal hier Gift. Ja, du bist voll ausgerüstet, ne? Du eher nicht so. Dann hätte ich gerne für dich noch das da. Und auch hier nochmal, statt Adlerschuhe gibt es das Ding. Eins weniger Armor, oh mein Gott, aber dafür zwei mehr Schnelligkeit. Oder warte mal ganz kurz. Die stehen dir nicht zufällig, oder? Was sie mit entzündeten Augen? Endlich mal eine bessere Rüstung, die auch gut aussieht. Weil das ist immer wichtig. Krass. Oh, warte, so. Ja, immerhin drei mehr Schnelligkeit und drei mehr Armor, aber hey. Und sieht immer noch schön aus. Gibt's ja schon Leute, die regen sich auf, aber hey. Kann ich Sie für irgendwas interessieren? Da kann ich jetzt nicht wieder zurück, weißt du? Ach ja, die anderen, Also einer muss jetzt mit einem blöden Schuh rumlaufen. Entweder du oder du, ich geb dir mal einen blöden Schuh. Einen, der nicht ganz so schön ist. Ja, Adlerschuh sind die nächstbesten. Und dir den Leichtschuh. Okay. Leichtschuh, Leichtboot. Leichtboot. Nicht Leichtschuh. Und du, bei dir gibt's nichts Besseres, ne, was wir jetzt auf Tasche haben. Nö, ist Pech. Reg dich nicht auf, Junge. Hast du ja Pech gehabt. Ja, was ich noch erzählen wollte, eigentlich schon die ganze Folge. Oh, wir haben ja auch Folge 69, ne? Ist krass, wie lange das Spiel geht, ne? Ich hatte schon überlegt gehabt, als ich Septerra Core angefangen hatte, ob ich nicht ganz am Anfang schon sage, hier, Septerra Core ist ein bisschen ungewöhnlich, weil du denkst, das Spiel ist schon vorbei, aber nee, ist es nicht. Und dann denkst du, aber jetzt ist es bald vorbei und nee, immer noch nicht, wirklich nicht. Und ja, ist so. Wie gesagt, uns fehlen noch zwei Ausrüstungen, was jetzt keine Kleinigkeit ist, finde ich, für Maya. Und schau mal, uns fehlen auch noch jede Menge Schicksalskarten. Wir haben 5, 10, ja, 11. Und hier haben wir nochmal 15, 10. Mal 10 weitere Schicksalskarten, die uns fehlen. Das ist echt viel. Abgesehen von den 1000 Rätseln und davon, dass wir auch 1000 Rätsel gegen Stinde noch haben. Aber da weiß man nicht ganz genau, ob das nicht für Nebengequeste ist oder für, ob wir das wirklich alles brauchen. Ja. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich, aber ich freue mich. Ich finde die ganzen Rätsel auch immer voll cool hier. Und vor allem das Worldbuilding, wie schon erwähnt. Aber da erzähle ich dir nächste Folge mal lieber mehr, nicht wahr? So, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge müssen wir in den Mutterwald. Und dann nehmen wir mal die beiden Kollegen mit. Kann Korken eigentlich was Neues? Warte mal ganz kurz. Core-Attacke. Das ist ein bisschen weggeschnitten. Beben, laden. Energie für den nächsten Angriff laden. Das ist generell eine schöne Sache. Dass er jetzt den binden kann. Und natürlich Spionage ist auch, ich hätte ja am liebsten Spionage auf Maya. Ich wünschte, hier gäbe es Spionage, damit ich einfach mal die Gegner angucken kann, um zu wissen, wie sie heißen. Ja, aber hilft ja nichts, nicht wahr? Ich will Korken nicht immer im Team haben. So, vielen Dank fürs Zusehen und in die nächste Folge. Ciao!